So, hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zur Vortragsreihe Faszination Astronomie Online des Hauses der Astronomie in Heidelberg. Mein Name ist Sasaki, ich bin Professorin für Multiwellenlängenastronomie an der Dr. Karl-Rehmeyer-Sternwarte in Bamberg. Das ist das Astronomische Institut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und ja, ich möchte heute über Explosionen im All erzählen und Objekte, die danach entstehen, also die wir Supernova-Überreste nennen. Genau, also anfangen möchte ich mit diesem kleinen Filmchen, also was wir jetzt hier sehen. Das ist der Himmel, den Tycho Brahe vor 450 Jahren so aus seinem Garten gesehen hat, in der Sternwarte in Uraniborg. Das ist das Sternbild Cassiopeia, also Sie sehen hier das Himmelsweh. Und da ist ein heller Fleck entstanden, Ende 1572, der war hell zu sehen, über mehrere Monate, ist dann über längeren Zeitraum, also Jahre hinweg, dann schwächer geworden. Dieses Ereignis nannte Tycho Brahe, er berichtete dann davon in einer Publikation später, die hieß De Nova Stella, also über von einem neuen Stern. Und das sieht man hier in dieser Zeichnung aus dieser Publikation. Man sieht hier wieder das Sternbild Cassiopeia und hier oben als I gekennzeichnet, da ist ein neuer Stern und den hat er Nova Stella genannt. So, und ja, hier rechts sieht man, wie Tycho Brahe in Uraniborg steht und mit anderen Leuten dieses Ereignis betrachtet. Gut, wissen wir mittlerweile, dass das, was Tycho Brahe gesehen hat, etwas ist, was wir jetzt eine Supernova nennen mittlerweile. Und jetzt möchte ich ein bisschen erklären, wieso das eigentlich Supernova heißt und nicht mehr Nova. Davor muss man natürlich verstehen, was eigentlich eine Nova ist. Das gibt es tatsächlich auch. Also Nova steht für neu aus dem Lateinischen. Und dieser Begriff wurde auch tatsächlich geprägt von Tycho Brahe, als er von diesem Ereignis berichtet hat. Mittlerweile wissen wir aber, dass Novae, was wir Helligkeitsausbrüche von Sternen, die wir sehen, das sind eigentlich andere Ereignisse in der Galaxie. Also Ereignisse, die häufig in Galaxien wie unsere Milchstraße vorkommen. Und da, was man da hat, das ist, sind Doppelsternsysteme. Also man hat einen weißen Zwerg, der hier zum Beispiel in diesem Bild als hellen Fleck dargestellt ist, und mit einem Begleitstern. Und da fällt Materie von dem Stern auf den weißen Zwerg drauf. Und jedes Mal, wenn da genug Materie auf der Oberfläche sich angesammelt hat, dann wird ein nukleares Brennen gezündet und dann gibt es so einen kurzen Aufleuchten. Das ist das, was wir Astronomen mittlerweile unter Novae verstehen. Und das ist etwas, was auch wiederholt vorkommen kann. Was aber jetzt nun ein Supernova ist, haben dann später die Herren Bade und Zwicky geprägt. Also viel später, jetzt im letzten Jahrhundert, da gab es dann die Publikation On Supernovae, jetzt auf Englisch. Da haben sie erstmal diskutiert, was die normalen Novae sein können. Und zum Unterschied dazu, dass es auch so Objekte geben können, die man dann Supernovae nennen kann. Also die Common Novae, die normalen Novae, das ist das, wie ich schon erklärt habe, was man kennt in den Galaxien, wo es dann so einen hellen Fleck gibt im Himmel und die sind dann nicht so hell. Und mittlerweile hat man jetzt auch in anderen Galaxien, also hier steht es anderen Nebel, damals, es war noch nicht so ganz klar, ob das jetzt Nebel sind oder Galaxien außerhalb der Milchstraße. Auf jeden Fall können auch solche Novae entstehen, die in so anderen Nebel vorhanden sind. Und solche können dann so hell werden, dass sie die Helligkeit eines Nebels ungefähr gleichkommen.
der Helligkeit gleichkommen. Und Bade und Zwicky haben behauptet, also dass das also ein anderer Typ von einer Helligkeitszunahme sein müsste als die normalen Novae. Und sie sagen auch hier unten, dass diese Nova, die Tycho Brahe damals in 1572 beobachtet hat, eigentlich eine Supernova gewesen sein muss, also viel heller als eine normale Nova. Und so ein Beispiel habe ich jetzt hier, das ist eine Supernova, die 2014 beobachtet wurde in einer nahen Galaxie. Die Galaxie nennt sich Zigarrengalaxie wegen der Form. Das ist ein M oder auch M82. Das ist eigentlich eine Scheibengalaxie, die man von der Seite sieht. Und man sieht hier rechts den Fleck, wo auch die Striche sind. Das ist eine Supernova. Und man sieht, dass diese Supernova so hell ist wie manche ganze Strukturen in dieser Galaxie. Gut, und was ist jetzt eine Supernova? Also hier haben wir jetzt wieder einen anderen Film, das zeigt, wie plötzlich etwas ganz hell wird, wo davor nur Sterne gab. Das ist dieses helle Aufleuchten, was auch Tycho Brahe gesehen hat. Und wenn man dann weiterhin auf diese Stelle schaut, dann stellt man fest, dass dann eine Art Explosionswolke entsteht, die sich sehr schnell ausbreitet in das umgebende Medium und den umgebenden Raum. Und das ist das, das ist verursacht durch die Stoßwellen, die Schockwellen, die durch eine Explosion verursacht werden. Und das, was Sie jetzt hier sehen, das ist eine tatsächliche Aufnahme von so einer Explosionswolke, und zwar die von der Supernova, die von Tycho Brahe gesehen wurde. Und das ist jetzt nicht im Visuellen, im Optischen, wie wir den Himmel sehen mit unseren Augen, sondern das ist eine Aufnahme, die bei höheren Energien gemacht wurde, und zwar im Röntgenbereich. Also Röntgenstrahlung, die emittiert wird von so einem Supernova-Überrest. Das erreicht uns und gibt uns dann dieses schöne Bild von dieser Explosionswolke. Und wieso emittiert das röntgenlich, also solche hochenergetische Strahlung? Das ist, weil diese Stoßwellen von der Explosion die Umgebung so aufheizt, dass das Gas drumherum mittlerweile Temperaturen von 1 Million und bis hin zu 10 Millionen Kelvin hat. Das heißt, man hat da hochionisiertes Plasma, also Gas, was nur aus Ionen und Elektronen besteht, mit so hohen Temperaturen, dass man die Strahlung nur im Röntgenbereich sehen kann. Und das ist das, was wir hier sehen. Also das ist jetzt eine Kombination von einer Röntgenaufnahme von Tychos Supernova-Überrest zusammen mit optischen Aufnahmen von Sternen in der Umgebung. Und Supernovae gibt es zwei Cluster. Das erste ist etwas, was wir Supernova Typ 1a nennen, thermonukleare Supernova. Da ist es so, dass man wieder so ein Doppelsternsystem hat mit einem weißen Zwerg. Und dieser weiße Zwerg, dieser weiße Fleck, akkretiert, also kriegt Materie von Begleitsternen. Und jetzt in diesem Fall bei einer Supernova wird so viel Materie auf einen weißen Zwerg angesammelt, dass die Explosion so stark wird, dass sie den weißen Zwerg komplett zerreißt. Das sieht man hier, da ist nichts mehr übrig, nur so eine Wolke, die sich dann ausbreitet. Das ist das, was wir Typ 1a Supernovae nennen. Und rechts sieht man Lichtkurven, also die Veränderung der Helligkeit über Zeit, also hier jetzt über Tage dargestellt, für verschiedene Typ 1a Supernovae. Und man hat festgestellt, dass wenn man diese Lichtkurven, also diese Helligkeitsschwankung, Veränderung korrigiert auf die Entfernung von den Objekten, weil weiter entfernte Objekte erscheinen uns ja schwächer als nahe Objekte, die sehr hell erscheinen, dann stellt man fest, dass sie immer die gleiche Form hat und auch die gleiche Maximalhelligkeit hat. Und das liegt daran, weil immer in diesen Supernovae ein weißer Zwerg, also ein sehr kompakter kleiner Stern, also oder ein Zombie-Stern eigentlich, zerrissen wird und immer genauso viel Energie freigesetzt wird. Dann, ach genau, und weil das
die Helligkeit immer gleich ist, würden solche Supernovae auch in der Astronomie oder in, genau genommen in Kosmologie als Standardkerzen benutzt. Das heißt, anhand Supernovae, die in irgendwelchen Galaxien vorkommen, kann man die Entfernung zu diesen zu weit entfernten Galaxien messen. Dann gibt es noch eine weitere Version von, eine Klasse von Supernovae. Da ist es so, dass man sehr massereiche Sterne hat, also große Sterne mit sehr hohen Massen. Und Sterne verbrennen ja Elemente in ihrem Innern. Am Anfang fängt das an, im Kern Wasserstoff in Helium zu verbrennen, dann Helium in Kohlenstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter und so fort. Und das setzt sich dann in äußeren Schalen, in den äußeren Bereichen von Sternen fort. Das ist hier dargestellt links. Und wenn am Ende der Kern aus Eisen besteht, dann findet kein Brennen mehr statt und dieser Kern kollabiert. Und durch diesen Kollaps wird auch eine Explosion in dem Stern ausgelöst und die äußeren Schalen, also der Kern bleibt bestehen, aber die äußeren Schalen von diesem von dem Stern werden herausgeschleudert. Und das ist dann die andere Art von Supernova, die wir auch beobachten können. Und wenn jetzt sowas herausgeschleudert wird, was passiert? Also das hatte ich schon erwähnt, dann entstehen sehr starke Stoßwellen, also Schockwellen, die sich ausbreiten. Und das führt dann dazu, dass man diese Explosionswolke, die wir Supernova-Überreste nennen, bei verschiedenen Wellenlängen beobachten können. Hell sind solche Supernova-Überreste im Radiobereich. Das ist ein Beispiel hier links. Das ist jetzt ein Überrest von einer Supernova, die von Johannes Kepler auch ungefähr vor 450 Jahren, 400 Jahren beobachtet wurde. Und was man sieht, ist so eine ringförmige Struktur. Das ist, wo die äußere Schockfront ist. Und diese Schockfront, dadurch, dass sich das ausbreitet, verdichtet das auch Materie in der Umgebung und damit auch die Magnetfelder, die im interstellaren Raum existieren. Zusätzlich werden in diesen Schockfronten, weil so viel Energie freigesetzt wird, auch Teilchen, also Elementarteilchen, zu sehr hohen Energien beschleunigt. Unter anderem oder hauptsächlich Elektronen. Und das haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn Elektronen, geladene Teilchen, beschleunigt werden im Magnetfeld, dann können sie starke Emissionen abstrahlen. Das nennen wir Synchrotronstrahlung. Und das sieht man dann in den Radioaufnahmen von Supernova-Überresten. Also man sieht hier, wie die Elektronen, die beschleunigten Elektronen in den verdichteten Magnetfeldern Synchrotronstrahlung emittieren. Und dann kann man sich Supernova-Überreste auch sehr gut im Röntgen, also bei hohen Energien anschauen. Das hatte ich ja dann am Beispiel von Tycho Brahes Supernova-Überrest auch schon gezeigt. Einfach dadurch, weil da das heiße Plasma existiert mit sehr hohen Temperaturen. Und in manchen Fällen können die Elektronen, die auch Synchrotronstrahlung emittieren, auch so hochenergetisch sein, dass sie auch sogar im Röntgenbereich in Strahlung absenden. Das heißt, bei jüngeren Supernova-Überresten sieht man dann nicht nur die Strahlung des heißen Plasmas im Innern, sondern auch häufig Strahlung von den Elektronen. Das ist hier dargestellt, also das sieht man hier ganz schön, diese äußeren blauen Bereiche. Das ist, stimmt auch sehr gut überein mit dem, was man im Radio sieht, und das ist Emission von den Elektronen. Hier ein anderes Beispiel, das ist ein Supernova-Überrest, den wir in unserer Nachbargalaxie, der Magellanischen, kleinen Magellanischen Wolke beobachten können. Das ist eine Galaxie, die unsere Milchstraße begleitet. Und das Schöne hier, was man sieht, ist, wenn also jetzt so eine Supernova-Explosion passiert, dann entsteht eine Stoßfront, die sich nach außen ausbreitet und die Umgebung verändert. Das sieht man hier in Blau. Und das nennen wir den Vorwärtsschock, weil das ist die sich vorwärts bewegende Schockfront der Explosion. Und dann gibt es aber noch eine zusätzliche Schockfront, die dann nach innen geht und die herausgeworfene Materie, entweder von einem weißen Zwerg, der dann kaputt gegangen ist, oder von den äußeren Schichten der massereichen Sterne, dann auch aufheizt und ionisiert. Und das ist das, was wir hier schön sehen können. Und das nennen wir den Rückwärtsschock, weil das dann
nicht rückwärts im Vergleich, also relativ zu dem Vorwärtsschub, sich ausbreitet nach innen. Und das führt dann dazu, dass auch Materie, die davor im Stern oder im weißen Zwerg drin war, für uns sichtbar wird, weil das so, so heiß, ja, zu hohen Temperaturen und zur Emission angeregt wird. Und hier, also dieser orangen dargestellte Bereich, das ist, wo der Rückwärtsschock ist, in diesem Supernova-Überrest. Hier ist ein anderes Beispiel, das ist auch ein relativ junger Supernova-Überrest, auch in Sternbild Cassiopeia, deswegen nennt sich das Cassiopeia A, also A. Auch wieder eine Röntgenaufnahme, im Blau sieht man diese äußeren Schichten, wo die Elektronen beschleunigt werden. Und im Innern sieht man hier der hellere Ring, das ist, wo die herausgeworfene Materie gerade geschockt wird, das ist, wo der Rückwärtsschock sich befindet. Und das erkennt man ganz schön auch in Aufnahmen, die man machen kann, indem man schaut, indem man darstellt, wo man die Emission von bestimmten Elementen, chemischen Elementen sehen kann. Also wenn man jetzt eine Aufnahme macht, nur dort, in dem Bereich, in dem Wellenlängenbereich oder Energiebereich, wo nur Silizium emittiert, dann sieht man hier, erhält man so ein Bild. Bei Calcium erhält man sowas, bei Eisen sowas. Das heißt, so anhand solcher Aufnahmen kann man auch herausfinden, wo sich gerade vermehrt bestimmte chemische Elemente befinden. Und das Interessante hier ist insbesondere Eisen, dass man hier so viel Eisen Klumpen in diesen hellen Bereichen sieht. Man kann sowas auch nicht nur anhand von Aufnahmen, also von Bildern untersuchen, sondern auch anhand von Spektren. Das heißt, man trägt auf, wie viel Photonen, also wie viel Emission man über eine bestimmte Wellenlänge oder in diesem Fall über Energie in einem Bereich des Supernova-Überrestes messen kann. Und hier das linke Diagramm zeigt Spektren, die man hier in diesen gestrichelten Regionen genommen hat. Da sind so jetartige Strukturen, deswegen steht hier also Northeast Jet und Southwest Jet, hier, da und da. Und dann hat man hier auch in diesem Bereich, wo man diese Eisenklumpen sieht, auch Spektren genommen auf der rechten Seite. Und man sieht ganz schön, dass die Spektren sich unterscheiden, weil in solchen Spektren sieht man die Emissionen, die Linienemissionen von den einzelnen Elementen, die dann, also von den Atomen oder in dem Fall Ionen, die Übergänge machen, und das erfolgt bei bestimmter Energie. Das heißt, wenn ich hier eine Linie sehe, dann weiß ich, das ist von einem Übergang stattgefunden hat in einem Silizium-Ion. Hier ist es Schwefel, Argon. Und hier sieht man ganz viele Übergänge von Eisen. Das heißt, so anhand von solchen Spektren, die man in verschiedenen Teilen eines Objekts, eines Supernova-Überrestes nimmt, kann man erkennen, wie viel von bestimmten Elementen vorhanden ist. Und das hilft uns dann auch zu verstehen, ob dieser Supernova-Überrest von einer Supernova stammt, in dem ein weißer Zwerg explodiert ist, also ein Typ 1a, oder ob das eine Explosion von einem massereichen Stern war. Und der Supernova-Überrest Cassiopeia A, was hier gezeigt ist, kann ich schon verraten, war ein Supernova eines massereichen Kernkollaps, Supernova eines massereichen Sterns. Es ist so, wenn man sich die Bilder anschaut, jetzt wieder die Röntgenaufnahmen, das rechts oben, nein, links oben ist von Johannes Kepler, links unten ist von Tycho Brahe, rechts oben, das ist die Cassiopeia A, rechts unten ist das, was wir gesehen haben in der kleinen Magellanschen Wolke. Da ist es nicht so einfach zu sagen, von welchem Typ die Supernova gewesen sein muss. Da braucht man solche Informationen wie die Elemente, die zu sehen sind. Also wir wissen mittlerweile, dass die Supernova von Johannes Kepler und Tycho Brahe von Typ 1a gewesen sein muss und Cassiopeia A und dieser Überrest in der kleinen Magellanschen Wolke ein Kernkollaps gewesen sein müssen. Bei Cassiopeia A jedoch gibt es noch ein Indiz, dass es ein Kernkollaps gewesen sein muss, und das sieht man hier schön in diesem Bild. Und zwar, wenn man ganz genau hinguckt,
gibt es hier einen hellen Fleck. Dieser hellblaue Fleck, wenn man da reinzoomt, sieht man das. Das ist eine Punktwelle mitten in so einem Supernova-Überrest. Also ein Punkt in einer Explosionswolke, der sehr hell leuchtet im Röntgenlicht, also bei hohen Energien. Und das ist der Neutronenstern, der aus dem Kern entstanden ist, der kollabiert ist in einen massereichen Stern. Das heißt, wenn ich so einen Neutronenstern sehe, dann weiß ich, dass da in der Supernova ein Kern eines massereichen Sterns kollabiert sein muss. Und so weiß ich dann auch, was das für eine Supernova gewesen sein muss. Solche Neutronensterne findet man auch in anderen Supernova-Überresten, wie zum Beispiel hier, das sind zwei Supernova-Überreste in unserer Milchstraße, da ist ein heller Fleck in der Mitte, oder auch hier, das sind beides Neutronensterne, die in dieser Supernova entstanden sind, wovon man jetzt die Supernova-Überreste sieht. Dann möchte ich über eine Supernova sprechen, die nächste Supernova, die passiert ist in der Geschichte der Astronomie, in der wir schon große Teleskope hatten, nicht so wie damals wie Johannes Kepler oder Tycho Brahe. Und diese Supernova kam vor in der großen Wangelandschen Wolke, das sieht man hier. Das ist die große Begleitgalaxie, eigentlich die größte Begleitgalaxie unserer Milchstraße, die sieht man im Nachthimmel in der südlichen Hemisphäre. Und da, wenn man sich das ist ein Bild von der Großmagnetischen Wolke hier und rechts ist ein Bild, was aufgenommen wurde, nachdem die Supernova passiert ist. Und vielleicht sehen Sie den Unterschied. Da ist ein kleiner Fleck hier, der neu ist. Und das ist die Supernova, die im 1987 detektiert wurde, Supernova 1987a. Und wenn man genauer hinguckt, das sieht dann so aus. Also hier ist eine große Emissionsnebel, Tarantula-Nebel und rechts davon befindet sich die Supernova 1987a. Davor war dieser Stern hier zu sehen und dieser Stern ist explodiert. Und links sieht man wieder so eine Lichtkurve, also die Helligkeitsveränderung im Optischen über Tage aufgenommen. Und als man diese Supernova beobachtet hat, hat man solche ringartige Strukturen festgestellt. Also in der Mitte sitzt das Zentrum der Supernova und dann sieht man hier diesen Ring und zusätzliche Ringe. Diese Punkte, diese hellen Punkte, sind nur Sterne auf der Sichtlinie. Und dann hat man diesen inneren Bereich mit Hubble Space Telescope aufgenommen und man sieht, wie dieser Ring über mehrere Jahre heller wird. Und in der Zeit, in diesen Jahren, wo der Ring heller geworden ist, ist jetzt das Zentrum in der Mitte ist schwächer geworden. Das heißt, in der Mitte war der Stern, der explodiert ist, und dann sind Stoßwellen, diese Vorwärtsstoßwellen entstanden, die haben sich ausgebreitet. Mittlerweile hat das den inneren Bereich komplett verlassen, aber die Stoßwellen haben diesen Ring getroffen und hat das jetzt dann zum Leuchten angeregt. Und das kommt daher, weil der Stern, bevor der gestorben ist, Materie abgestoßen hat. Das machen alle Sterne, auch unsere Sonne verliert Materie, das nennen wir den Sonnenwind. Aber große, massereiche Sterne verlieren sehr viel Materie während seines Lebens. Und in diesem Fall wahrscheinlich aufgrund von einer Rotation oder vielleicht war das auch ein Doppelsternsystem, dann ist Materie sehr viel in der äquatorialen Ebene um den Stern, um den Äquator herum verloren gegangen. Und anhand solcher Messungen kann man dann herausfinden, wie die Materieverteilung um den Stern gewesen sein muss. Das ist jetzt so ein Modell, Simulation, was zeigt, wie diese Materie, die Sternmaterie ausgesehen sein haben muss um den Stern herum, bevor der Stern explodiert ist. Und die Explosion hat dann diese Stoßwellen erzeugt, die dann jetzt hier in diese Materie propagiert sind. Und das sieht man auch anhand von Röntgenaufnahmen. Im Röntgenbereich sehen wir ja das aufgeheizte Gas. Und das ist jetzt eine Aufnahme in Tagen.
Und ungefähr nach 16 Jahren, nach der Supernova, das sieht man hier, hat der Vorwärtsschock den Ring getroffen, angefangen von innen zu treffen. Und jetzt wird der Ring immer heller, 20 Jahre später hier, 28 Jahre später hier. Und der Ring ist, die Materie, die dichte Materie in dem Ring ist geschockt worden und das ist jetzt sehr heiß und da ist sehr viel Materie. Deswegen leuchtet dieser Ring jetzt sehr hell im Röntgenlicht. Mittlerweile, also wir sind ja jetzt schon weiter als 28 Jahre, wissen wir, dass diese Schockfront den Ring verlassen haben muss. Das heißt, jetzt breitet sich diese Schockfront in das umgebende Medium aus. Das heißt, diese Supernova ist jetzt dabei, zu einem Supernova-Überrest zu werden, wo wir dann jetzt anfangen, die Explosionswolke drumherum und auch das Aufheizen der herausgeworfenen Materie dann sehen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Gut, und solche Beobachtungen, wie gesagt, machen wir hauptsächlich mit Röntgenteleskopen und deswegen wollte ich nun in den letzten Minuten noch über eine neue Röntgenmission sprechen. Das ist ein neues Röntgenteleskop, nennt sich Erosita. Das ist von einem deutschen Konsortium gebaut worden, geleitet vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Wir, Universität Erlangen-Nürnberg, sind auch dabei. Und dieses Teleskop besteht aus, das setzt sich zusammen aus 7 Teleskopen und befindet sich auf einem Satelliten, der in Russland gebaut wurde. Also das ist eine Kollaboration zwischen Deutschland und Russland. Und Erosita führt Beobachtungen durch vom ganzen Himmel, also macht eine Himmelsdurchmusterung in dem Röntgenbereich, der für uns, also für Studien von Supernova-Überresten, sehr interessant ist, über 4 Jahre. Also es hat schon angefangen. Und hier wollte ich nochmal ein paar Bilder zeigen. Also hier sieht man nochmal Erosita, das ist dieses breitere Teleskop hier unten, zusammen mit einem anderen Teleskop, ARTXC. Das ist ein anderes Röntgenteleskop von der russischen Kollaboration, zusammen auf diesem Satelliten. Das ist eine Aufnahme, die in Moskau gemacht wurde, kurz bevor dann dieses Satellit nach Baikonur geschickt wurde. Hier in Baikonur wurde das dann oben in die Spitze einer Rakete getan, damit das dann gelauncht werden konnte. Das war also wir haben über mehrere Jahre daran gearbeitet, über 10 Jahre. Und der Start war vor 2 Jahren. Ursprünglich sollte der Start stattfinden im Juni, am 21. Juni 2019. Da gab's und da waren auch Kollegen von uns dabei in Baikonur. Gab's aber technische Probleme, musste verschoben werden. Und dann konnten wir dann 3 Wochen später endlich starten, 13. Juli. Und hier sieht man die Rakete. Hier oben drin sitzt dann Erosita mit ARTXC und auf dem Satelliten. Spektrum Röntgen Gamma nennt sich der Satellit. Und ist erfolgreich gestartet und befindet sich jetzt in einem stabilen Orbit und führt diese Beobachtungen durch. Und die erste Erosita und auch ARTXC führt mehrere Himmelsdurchmusterungen durch. Die erste Karte ist schon vollständig. Das ist das der Röntgenhimmel gesehen von Erosita nach einem halben Jahr. Also was man sieht ist, Röntgenemissionsstrahlung wird ja leicht absorbiert. Das ist sehr gut, weil sonst wäre das ja für uns auch schädlich. Man sieht hier, das ist eine Darstellung, wo man die galaktische Scheibe hier sieht. Also es ist der ganze Himmel und man sieht unsere Milchstraße hier und man sieht schon, dass das relativ dunkel ist hier, weil da die Materie in der galaktischen Scheibe Röntgenstrahlung absorbiert. Aber man sieht hier auch sehr viel andere Emissionen außerhalb der galaktischen Scheibe oder auch sehr helle, das sind nahe Objekte. Oder hier sitzt dann die große Magellansche Wolke und hier irgendwo die kleine Magellansche Wolke sieht man nicht so gut, also die nahen Galaxien. Also der Röntgenhimmel ist sehr hell. Andere Objekte, wie man zum Beispiel auch gesehen hat, Neutronensterne, sieht man ja auch im Röntgen nicht. Und was die Supernova-Überreste betrifft, also hier dieser große Fleck, das ist ein
naher Supernova-Überrest, den wir Vela-Supernova-Überrest nennen. Das ist auch ein Supernova-Überrest, der entstanden ist nach einer Explosion von einem massereichen Stern. Hier sitzt der Neutronenstern, der dann entstanden war. Auf der Sichtlinie befindet sich noch ein anderer Supernova-Überrest, den wir Vela Junior nennen. Das sieht man hier so als andeutungsweise als so einen blauen Kreis. Und ein anderer heller, auch ein relativ junger Supernova-Überrest, Puppis A. Und das sind alles Aufnahmen, die wir jetzt mit Erosita machen konnten, von so einem großen Bereich. Und die Daten werden wir jetzt in den nächsten Monaten, Jahren auswerten können, um dann auch besser verstehen zu können, was in solchen Supernova-Überresten passiert. Also zum Beispiel hier Puppis A, da haben wir auch, sehen wir sogar auch solche kleine filamentartige Strukturen. Das sagt dann auch viel aus, wie sich solche Stoßwellen ausbreiten. Hier ist der Sitz der Neutronenstern, also Puppis A ist auch ein Kernkollaps von einem massereichen Stern. Und außerdem, dadurch, dass wir den ganzen Himmel sehen, können wir auch neue Objekte finden. Und das ist auch schon geschehen. Also der erste Supernova-Überrest, den wir jetzt in dieser Himmelsdurchmusterung gefunden haben, ist hier dieser rote Fleck. Das konnte man dann auch im Radiobereich sehen. Also hier, das ist jetzt eine Überlagerung von Röntgenemissionen in Magenta und Radioemissionen in Blau. Sieht man wieder die äußere Schale schön im Radio und das heiße Gas innen im Röntgenlicht. Genau, also das war so die Entdeckung, die wir jetzt schon mit Erosita machen konnten, und wir erwarten dann noch mehr Beobachtung von solchen Supernova-Überresten in den nächsten Jahren. Gut, und somit wäre ich eigentlich schon am Ende meines Vortrags angelangt und ich freue mich schon auf die ersten Fragen, aber davor möchte ich noch mal eine kurze Ankündigung machen. Der nächste Vortrag in der Reihe von Faszination Astronomie Online wird schon in 2 Tagen wieder stattfinden, am Donnerstagabend. Da wird uns Dr. Jürgen Kerb von Argelan Institut für Astronomie der Universität Bonn berichten über die Zeitreise Radioastronomie von Heinrich Hertz zum Event Horizon Teleskop. So, vielen Dank. So, und jetzt hoffe ich, dass ich Ihre Fragen beantworten kann. Also die erste Frage: Was passiert denn im Doppelsternsystem, also Typ 1a, nach der Supernova mit dem Partnerstern? Übersteht er die Explosion oder wird er weggeblasen? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann beides passieren. Und das beobachtet man auch, beziehungsweise Sterne bilden häufig Doppelsternsysteme. Das ist eigentlich eine Frage, die auch für Kernkollaps gelten kann, weil massereiche Sterne sich auch in Doppelsternen befinden können. Und da ist es so, also wenn dann der massereiche Stern weg ist oder der weiße Zwerg, kann auch passieren, dass dann der Begleitstern noch überlebt und dann ja weggeblasen wird, also mit hoher Geschwindigkeit dann in den Raum geworfen wird. Es gibt aber bei den Typ 1a auch Fälle, wo der Begleitstern zerrissen wird und oder der Begleitstern tatsächlich auch ein weißer Zwerg ist, und dann verschmelzen diese beiden weißen Zwerge und dann bleibt natürlich gar nichts mehr übrig. Gut, und dann zweite Frage: Letzten Monate wurde über den Nachweis eines neuen dritten Typs Supernova berichtet. Wie ist das einzuordnen? Ja, also es gibt verschiedene Szenarien, wie so eine Kernkollaps oder das Zerreißen eines Sterns in der Entwicklung stattfinden kann. Das ist das, was Sie wahrscheinlich meinen. Und da kann es dann auch dazu führen, dass nicht nur massereiche Sterne, sondern so mit mittelmäßigen Massen explodieren können. Und das ist aber, würde dann aber in dem in unserer Klassifikation zu den Zerreißen eines normalen Sterns gelten, weil die Typ 1a ist tatsächlich nur das thermonukleare Brennen, Explosion eines weißen Zwergs.
Dann, worauf genau ist die anisotrope Verteilung der ausgeworfenen Elemente zurückzuführen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Da gab es, glaube ich, auch vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten hier auch einen Vortrag über die Explosion, über genau diese Explosion, Explosion der massereichen Sterne. Da ist es natürlich so, dass auch in den Sternen, also diese schalenförmige Struktur in den Sternen, das ist ja eine Vereinfachung. Es können auch Klumpen, sich Klumpen in so einem Stern bilden. Und nicht nur während der, des Lebens, der, also der Entwicklung des Sterns, sondern auch bei der Explosion. Und wenn dann solche Klumpen herausgeschleudert werden, werden dann auch Klumpen gefunden werden in den Supernova-Überrest. Bei den Elementspektren reden wir da über hochionisierte Zustände und Übergänge in den inneren Orbitalen. Ja, also es ist richtig, das sind hochionisierte Zustände. Also da sind Elemente, die ich angesprochen habe, wie was war da jetzt Schwefel, Silizium, hat nur noch ein oder zwei Elektronen übrig. Bei Eisen sind es ein bisschen mehr. Und das sind die Übergänge, die wir da jetzt gesehen haben, das sind tatsächlich Übergänge in den untersten Schalen, innersten Schalen. Dann die Frage 5, konnten Sie bei Ihrer Forschung auch Elemente schwerer Wismut detektieren oder werden sehr schwere Elemente nur in Neutronensternkollisionen erzeugt? Ja, also sehr schwere Elemente vermutet man, dass dass sie in Neutronen, also manche werden auch in Supernova-Explosionen produziert, aber die meisten sehr schweren Elemente werden Kollisionen oder ja Verschmelzung von Neutronensternen produziert, weil dann noch höhere Drucke und Temperaturen herrschen können. Wie viele Monate, Jahre sind Supernovae und dann die Supernova-Überreste durchschnittlich zu sehen? Ist das sehr unterschiedlich? Ja, das ist in unseren Augen vielleicht unterschiedlich, aber das sind ähnliche Größenordnungen. Also Supernovae sind immer nur über ein paar Monate oder dann wenige Jahre zu sehen. Das haben Sie ja auch bei Tycho Brahe gesehen. Das bleibt hell und dann wird das dann ein, zwei Jahre oder so langsam schwächer. Supernova-Überreste entstehen erst dadurch, dass sich die Stoßwellen ausbreiten. Das heißt, die werden erst später, nach Monaten, sichtbar überhaupt im Röntgenbereich oder im Radiobereich. Und dann, wenn das dann einmal anfängt, dann kann man sie so lange sehen, bis sie sich im interstellaren Raum ausbreiten und auch das Glas drumherum verändern. Und das geht dann in Richtung 10.000 bis 100.000 Jahren. Also Supernova-Überreste können bis zu 100.000 Jahre zu sehen sein. Konnte Erosita schon neue Erkenntnisse zur Verteilung von dunkler Materie liefern? Also ja, es sind schon sehr Messungen durchgeführt worden, aber die Daten werden jetzt ausgewertet. Das heißt also, und natürlich, wenn man die Verteilung von dunkler Materie oder das überhaupt Materie im Universum untersuchen möchte, dann will man ja so viel Statistik haben, wie man kriegen kann. Das heißt, es werden neuere Ergebnisse schon veröffentlicht werden, aber das große Ergebnis wird es natürlich nach den 4 Jahren geben, wo dann die durchgeführt worden sind. Ich ging immer davon aus, dass bei einem Typ 1a Supernova immer nichts übrig bleibt. Hört jedoch neulich, dass ein weißer Zwerg durch Akkretion zu einem Neutronenstern kollabieren kann, ohne zu zerfetzen. Ja, das kann auch passieren. Erstens ist es so, weiße Zwerge können ja auch Materie gewinnen, ohne zu explodieren. Also die Novae, die wir am Anfang besprochen haben, das war ja keine Explosion, wo ein weißer Zwerg zerrissen wurde, sondern da gibt ein weißer Zwerg mit einem Begleitstern und da fällt immer wieder langsam Materie drauf und der weiße Zwerg
nur auf der Oberfläche wird dann die Materie weggestoßen. Sowas gibt es. Es gibt aber auch weiße Zwerge, die ganz langsam Materie akkretieren und gar nichts wegstößt. Und in beiden Fällen kann natürlich der weiße Zwerg wachsen und dann kann ein Neutronenstern entstehen. Es gibt aber auch neuere Ergebnisse, die andeuten, dass es vielleicht sogar auch einen weißen Zwerg geben kann, der wie so eine Art Typ 1a verursacht hat, aber wo dann bei der Explosion noch wieder Materie zurückgefallen ist, also oder die Explosion nicht komplett stattgefunden hat und so eine Art Zombie-weißer Zwerg entstanden ist. Aber das sind so neuere Messungen, die man anhand von Sternen gemacht hat. Sind bestimmte Kandidaten, wie zum Beispiel Betelgeuse, in ständiger Beobachtung, dass man auch mal eine Supernova von Anfang an beobachten kann? Das ist natürlich schwierig, weil die Zeitskalen, die Sterne haben für ihre Entwicklung, ist ja ganz anders als für uns. Also Sterne entwickeln sich schnell und sterben schnell und meinen damit, dass sie sich über Millionen von Jahren entwickeln. Das heißt, wir können nur so ganz kleine Fluktuationen in dem ganzen Leben von Sternen beobachten. Ein bestimmter Kandidat gibt es aber tatsächlich. Das ist ein Stern oder Doppelsternsystem, was wir Eta Carina nennen. Das ist ein Wolf-Rayet-Stern, also ein sehr massereicher Stern, der sich schon in dem letzten Stadium seiner Entwicklung befindet. Und wir vermuten, dass er irgendwann mal dann eine Kernkollaps-Supernova verursachen wird. Aber das ist jetzt nicht in einem Zeitraum, in dem ich das wahrscheinlich beobachten kann. So. Gut, das waren interessante Fragen und es gibt jetzt keine weiteren Fragen. Dann möchte ich mich wieder nochmal herzlich bedanken fürs Zuhören und auch für die interessanten Fragen. Diese Vorträge Faszination Online sind ja alle über YouTube sichtbar. Also das können Sie auch später sich anschauen. Also wenn Ihnen diese Vorträge und auch insbesondere mein Vortrag gefallen hat, dann können Sie sich auch das YouTube-Kanal des Haus der Astronomie abonnieren. Und dann werden Sie aber auch dann immer wieder über Vorträge, kriegen Sie ein Update über die Vorträge. Und nochmal als Erinnerung, also übermorgen geht es dann wieder weiter mit dem Vortrag von Herrn Jürgen Kerb. Und ja, also jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören nochmal und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.